Guten Morgen. So. Jo, Mensch. Schon wieder morgen. Passiert jeden Tag irgendwas bei mir. Mal gucken, was heute. Heute ist das nächste Ding dran. Was weiß ich. Was ist denn mit der Katze? Ich wollte mich gerade hinsetzen. Hallo. Mensch, du alter Wasserverbraucher. Mensch, was denn los? Ich hab schon eine Badewanne gehabt. Das ist unglaublich. Ich stelle mal einen Antrag. Was für ein Antrag? Umfragen. Wie viele Kinder dürfen wir denn überhaupt kriegen? Ja, naja, es ist ja in manchen Häusern ist es ja so tatsächlich, dass du wegen Haustieren, wenn du jetzt einen Hund hast oder so, musst du erstmal die Hausgemeinschaft fragen, ob das doch okay ist, dass du einen Hund hast. Das fand ich aber auch bescheuert, ehrlich. Ne, das war natürlich auch bescheuert, umso bescheuert, ja, wo man dann erstmal durchklingeln muss und dann ist einer dagegen und dann schwupp. Ja, ist der Hund weg. Zack, zack. Wegen dieser blöden Kuh. Ja. Die selber einen Hund hatte. Ja, neben uns. Ja. Und dann. Frau Herr. Ja, genau. Und hieß die andere, die dann Wut. Ja, das habe ich nie gesagt. Und hat dann die Unterschrift durchgestrichen? Ja, die war die Besäuferin, war ja. Aber die wurde dann wieder friedlich, als sie mit dem von gegenüber losgemacht hat. Weißt du noch? Der immer am Fenster saß, der. Wolle? Genau, das war eigentlich so Wolle 1.0. Wie hieß er denn? Der war doch. Ach, ich weiß, dieser Stasi. Der Pinguin von der Stasi, ja. Der immer mit der Zeitung rückwärts am Fenster stand. Nach einem Spiegel. Ja, sicher, na 100%. Der hat doch alles registriert. Und dann auf immer war er nicht mehr da. Und die war ganz glücklich. Und dann haben sie sich gefunden. Der arme Hund, ey, der hat die immer so vergewaltigt. Über die Straße hat sie ihn immer an der Leine so getragen. So. Oh, ey. So ein armer Hund in Ruhe. Der hatte ja auch ein Katzenklo, ne? War das nicht so? Ich hab keine Ahnung. Das ist schon so lange her. Na, die hat sich sofort unsympathisch gemacht, als sie gleich in die Wohnung reingegangen ist, als ich eingezogen bin. Ich bin eingezogen und da stand die auf jeden Fall in der Wohnung drin. Ich wollte nur mal gucken, was hier los ist, warum die Tür auf ist. Ich stand so mittendrin und ich sagte, hä, was, gehen Sie doch mal bitte raus, also, wer sind Sie denn überhaupt? Naja, ich wollte nur mal gucken, was hier los ist. Ich ziehe gerade ein, ist doch normal, wer sind Sie? Ich bin Ihre Nachbarin. Ich sage, naja, Mensch, das ist aber schade. Bleibt man da nicht vor der Tür stehen und sagt erstmal guten Tag oder so und geht nicht gleich in die Wohnung und guckt sie alles an. So absurd ist das doch. Aber so unangenehm. Also wenn Leute, ist ja oft, dass Leute mal gucken wollen, ne? Der Mann war ja irgendwie witzig von ihr. Also der Mann? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Der war doch über 90 schon. Die hat sich doch so einen Jungschen, so einen Alten geangelt oder den sie so aberbt. So. Der war eigentlich korrekt. Der hat sich immer mit mir unterhalten. So, oh, ja. So, so richtig so ein Uralter war das. Ich kam dann immer jetzt, wie wollte nicht, dass der mit mir quatscht. Also ich nicht mehr hinkomme. Nee, weil ich ihn vielleicht auf andere Gedanken bringe. Oder so. Na, die war echt blöd. Die hat den echt nur noch verwaltet, die letzten Jahre. So. Dann machen wir mal Sicherung an. Eieiei, ich habe die Sicherung ausgemacht. Zack. Das ist ja am einfachsten. Ja,
aber also wenn ich das in Zukunft nur noch mache, kann ich ja eben im Hauptschalter ausmachen alles. Das wäre am allergeilsten. Hauptschalter aus, fertig. Gut. Ich hab nothing verstanden, anders hin. Slowly. Ha? Slowly. Ah. Ich hab's doch wieder erkennen. Yes, here. Yeah? Oh. It was too fast for me on the morning. Sorry. No problem. Naja, muss ja passieren, dass mir alles rauskippt. Das passiert heute. Die Rache für den Hausstrom. Weg, weg. Das kann ich gar nicht mehr hören. Darf ich gar nicht mehr hören. 70. Hochzeitstag. Unsere Liebe hält schon ein ganzes Leben. Tada! Unsere Liebe hält schon ein ganzes Leben. Vogue. Eine Frau, zwei Fotos, 30 Jahre Unterschied. Wow. Wahnsinn, oder? Claudia Schiffer. Hat sich auch gar nicht verändert. Hat sich nicht verändert, die Brad Pitt, Quentin Tarantino, Margot Robbie und Leonardo DiCaprio in zur Premiere in der Stadt. Welche Premiere? Wolfgang, kann ich mir lesen? Hertha, 21 Millionen Euro Rekordtransfer. Alter Schwede, jetzt machen sie ihn auf Manchester United. Ja, ja. Wir müssen unserer Erde Hoffnung geben. Genau, ja, jetzt geschenkt, was jetzt mal Hertha, ja, dann machen sie 21 Millionen, ja. Ich wollte jetzt da oben mitmischen. Heute vor 60 Jahren fand das einzige Formel 1 Rennen auf der Aue statt. Es wurde zur Tragödie. Eieiei. Den neuen Hass auf Juden besiegt man nicht mit schönen Worten. AfD-Chef Kalbitz drehte Hitlerfilm. Naja. Strafen für E-Scooter. In der französischen Hauptstadt gelten ab sofort weitere verschärfte Regeln für die Benutzung von E-Rollern. So dürfen sie nicht auf Gehwegen abgestellt werden. Es droht ein Strafgeld von 35 Euro. Fahren auf Fußgängerwegen wird mit 135 Euro bestraft. Hast du gehört, Wolfgang? Na ja. Das ist vernünftig, ne? Wahnsinn. Na ja, so ist das. Aber was sagt jetzt zu lassen? Der Philipp und die Chris sind noch eine Stunde vor 10 Uhr gegangen. Ja. Und der war alle. Ja, siehst du hast ja immer jemanden um dich rum. Und, naja, abends, weil am Abend. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Sag mal, hast du mal an meine Scheidung mal gedacht? Und was sagst du an meine Scheidung für meine Heimtrainer? Ja, was soll ich denn daran denken? Ich hab doch keine Zeit. Von dem ja, ja, dass ich jetzt einfach gucken kann oder irgendwas bei denen. Ich hab ja nie Zeit, Wolfgang. Was soll ich denn machen? Ich kann das maximal im Winter, kann ich vorbeikommen. Was soll ich denn da gucken? Wenn ich mal bei dir kommen will oder was denn zu tun heute Abend? Ich hab immer zu tun. Jetzt habe ich auch schon einen Auftrag wieder da. Ich muss ja was machen. Naja. Dann ist mir hier ein Kaffee ausgekippt. Dann muss ich den aufwischen jetzt hier. Jetzt muss ich die Möbel beiseite rücken. Wer nachher kriegt noch zwei Schränke geliefert. Das ist alles. Ich hab richtig zu tun immer. Ich habe gar nicht die Zeit. Ich schlafe bis, dann arbeite ich bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens.
Wenn ich schlafe, dann schlafe ich, dann stehe ich auf, trinke einen Kaffee und gehe los. Arbeiten. Hast du vier Stunden Schlafen? 3 Stunden? Ja, ungefähr 3 Stunden. Und dann arbeite ich wieder bis nachts um 2 und dann geht es wieder los. Ja, ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Da musst du dir mal einen aus dem Haus holen, der da das anguckt, oder ich kann im Winter machen. Aber ist ja nicht so wichtig. Ich habe ja wohl gedacht, ob das, ich kann ja, wie gesagt, ich habe das geht ja. Und ich kann das ja wohl auf den schnellen Gang stellen. Was ist denn so? Eins. Ja. So, wo gedacht hatte. Aber kannst du das nicht herbringen, das Ding? Habe ich auch mal. Ja, dann bring es her, dann ist es die ganze Heimbringer? Naja, na klar. Muss ich jetzt mal machen, weil ich nicht. Weil das ist ja auch Rollen, das Ding, wa? Nee, das ist auf Stand, das ist schwer. Ja, weil anders geht das nicht. Ich versuche mal abends, wenn abends Ruhe ist, oder mit deinem Christi zusammen, dass der dir hilft oder so. Ist super. Ja, und dann kann ich das mir angucken oder reparieren oder er guckt mal kurz drauf oder was weiß ich. Ja. Also bei mir ist ja nicht viel, ist ja wohl oben. Wie gesagt, an die Schaltung. Dann denke ich mal 1, 2, 3 Uhr runter. Ja, aber vielleicht muss man ja den Zug, vielleicht läuft der über so einen Bautenzug und den muss man wechseln. Das weiß ich ja nicht. Gut, ja, ich versuche das selber mal zu bringen. Ja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, so fährt der Mieter gut, dass er mal an der Kranken kriegt. Oder die Schätziger ein. Ja, dann müssen wir mal machen. Ich hab ja meine Kamusjut. Ne? Na, bitte, da, so. Ach, natürlich. Hör auf, das sag ich dir. So, Kartonage habe ich wieder zum Verpacken von Dingen. Das ist schön. Ich freue mich. Muss ich keiner aus dem Müll rausholen. Haben wir selber gemacht. Tada! Ja, die heben wir ja mal auf und brauchen wir ja mal, wenn ich ja mal was versende. So viel, dann brauchen wir mal Kartons. Ja, warum ist das so? Alex, das sagt er mir, das ist Alterserscheinung bei ihm. Was, dass er krank ist? Ja, aber ist er ja nicht krank. Ach nee, mit der Kreuze meinte ich. Ach so. Das Alterserscheinung haben wir ja alle, sagt er. Bis später. Bis später, ciao, ciao. Guten Morgen! Nee, ich komme ja vom Pissen. Nee, vom Popeln eigentlich. Nee. Ich piss heute nicht. Ich hab einen Besen. Besen habe ich gesucht! Das schreit er mich auch noch an. Besen! Wo ist der Besen? Weiß nicht. Ah, oh, mein Kaffee ist am besten. Hörst du? Da kannst du ja nicht. Nee, möchte ich jetzt noch. Besen. Wo ist der Besen? Oder wie ist die Tagesordnung? Die wäre doof. Ich hoffe, ich will 12 Stunden schlafen. Was, wie dumm ist das denn, ey? Nee, oh, das war scheiße. Also, achso, Entschuldigung, jetzt fängt ich natürlich nicht an zu fegen. Ja. Das ist aber ganz kurz. Das sieht nicht von mir. Was ist das denn? Irgendwas war da komisch. Ja, man muss ab und zu mal Wörter irgendwie neu machen, damit irgendwie die eigene Beziehung zum Leben noch bestehen bleibt. Dass man ja nicht nur eine Kopie von all der Vergangenheit ist. Ich hab ein bisschen Gedanken gemacht über das Rad von meiner Tochter. Ja. Über das Rad von meiner Tochter? Das geht mich ja einen Scheiß an eigentlich. Ja. Aber sind's. Seit meine Kurbelarme da auch ein gewisses Interesse geweckt haben und das Schneidemenge und Schnittmenge aufmachen, habe ich mir Gedanken gemacht. Na, Glückwunsch, ja. Ah, das reicht jetzt für heute Morgen, oder? Den Rest erzähle ich dir. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Also, ich habe gedacht, dass nicht so viele, also das ist natürlich alles deine Entscheidung, das war es ja auch, ne? Ich erlaube mir nur mal frei damit reinzudenken, dass nicht so viele Gebrauchteile oder nicht so viele
Weißt du, die Kurbeln sind ja auch schon ein bisschen, da sind ein paar kleine Matten dran, die sind jetzt nicht, die sind nur gut erhalten, das war ja selber nur der Farbunterschied, den habe ich gestern auch irgendwie das zweite Mal wahrgenommen, das letzte Mal vor ein paar Monaten, wo ich die schon mal in der Hand hatte, beim Auspacken war das so, ja, schön. Und mir kam das vor, als wenn das plötzlich kam. Gar nicht so, als du gestern dachtest, die Wetterseite. Ja, das muss da auch irgendwo nach Sonne liegen. Nee, nein. Ich weiß. Passiert doch mal. Also ja, muss ja, ich kenne das oder ja. Oder du hast das jetzt erst Weidung. Also ich ist tatsächlich ja, das kann nur, sein, weil vielleicht. Dass wenn eins mal oben irgendwann lag, die gleichen halt schnell rausgehen. Also ja, oder aber halt eben auch, dass. Das ist ja bei den Lenkern. Und bei dem Rahmen hier ist ja ein Paradebeispiel, dieser komische, dieser ja, genau. Genau. Ach, eine genau. Seite so und ein. Naja, diese, wo kein Licht dran wird, kein Na Mensch, haben wir hier vorne gefegt und alles schick. Jetzt machen wir meinen ersten Auftrag. Ein wunderschönes Motobikani. Darum geht's ja. Ja, es geht hier um Fahrräder. Geht hier um Fahrräder, um Kaffee und um Kaffee. Jetzt fange ich echt schon so an, ja, Kaffee. Hier wurde eine Holzschraube reingedreht. Hier vorne kann man ja mal ganz kurz zeigen. Seht ihr die? Die werde ich natürlich austauschen gegen eine korrekte Schraube. Und das ist die korrekte Schraube, Diskriminierung. Ja, ja. Du bist es nicht wert, eine Schraube genannt zu werden. Aber haben sie ganz schön festgebolzt. Merkin. Schön, haben wir das auch. Nochmal mit der Feile drüber. So ein Aufriss, wa? Für jede Schraube macht der Tommy. Ja, ja. Das ist das Ergebnis. Das sieht sehr gut aus, muss ich mal sagen. Ne? So muss das aussehen. Glatt, man verletzt sich nicht dran. Perfekt. Jo, das kann ich verkaufen, wird aber nicht bezahlt. Eigentlich kriegt nur bezahlt den Bremszug. Ja, dann schauen wir noch mal. Wunderschön, fertig, so. Das ist ein schönes Rad. Ganz schlicht. Nicht besonders. In Braun sind die super selten. Also habe ich die noch nie gesehen in Braun. Rot, typisches Rot, aber auch der Sattel ist schön. Schön so ein abgewetztes dickes Leder wie auf diesen Tonhockern drauf war. Na. Richtig schnick. Oh, die hintere könnte ich ja auch mal machen. Mal schauen, was als nächstes passiert. Ne, war nur freilich, also bis gleich. Gefrühstückt habe ich schon. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Müll. Ja, wir haben draußen Müll gesammelt. Anouk hat mir geholfen. Wieder mal vom Haus. Den ganzen Partymüll von heute Nacht.
Was haben die da gefeiert? Fußball? Naja, die feiern immer. Die feiern, dass sie am Leben sind. Die freuen sich des Lebens. Ja, den entsorge ich jetzt. Heute Nacht haben sie früher noch mal zusammen gekuschelt und dann bin ich sofort wieder eingeschlafen. Wahrscheinlich eine Pfandflasche, so ja, aber. Da ist noch was drin. Das ist hier eine keine Pfandflasche. Das ist hier Müll. Sieht aus wie die Kamera. Das ist da eine Kamera. Und grüner Punkt, also da rein. Gut, haben wir. Ich hole noch einen Schluck Wasser für die Bäume gleich wieder. Bäume gießen. Mach ich. Komm da rein. Warte, ich lade meine Freunde ein. Ich mach eine Poolparty. Aber noch nicht heute. Welchen Baum soll ich denn damit gießen? Gar nicht um den Baum, sondern drüben um die Baumscheibe, um die kleinen Fächer dort. Ja! Der! Ja. Was haben wir denn heute? Frecher, wa? Also, wenn ich das mitgegeben habe. Hallo. Den, dann machen wir mal das. Ja, das müssen wir heute verräumen hier alles, ne? Oder? Wie findest du den? Ja, der Micha war gerade da, hier, der hat hier ein Vertiko gemacht. Schönen Gründer-Vertiko. Jetzt brauchen wir mal kleine Streifen, sowas hier. Ja, kann ich das auch machen? Kannst du machen, da kannst du machen. Und zwar. Wo? So, warte mal. Dann wird er so geklebt. Nee, die mach ich wohl. Papa, bitte, bitte. So, du kannst legen und beschriften. Da ist noch ein Schlüssel, den du kleben kannst, und da ist noch ein Schlüssel. Kannst du erstmal legen. Und wie viel Geld kostet das? Das kostet hier, machen wir mal 280. 280. Das kapiert so. Das ist ja schön, du musst ja irgendwas fahren. Tja, fangen wir noch mal an bei 280 für den, 90 für den draußen und 90 für den Spiegel. Wenn ich jetzt gleich die Endpreise ranschreibe, dann flippen die bei den Möbeln aus. Wenn ich ranschreibe, einen Fuffi für den draußen. Ich ja echt wenig finde, ey. Das würde ich nicht machen wollen. Dann bieten sie mir 30. Yeah.
Schön gepflegt mit Möbelpolitur, oder? Merkt man. Hier war auch noch ein schöner Hochzeitsfuß. Schwunger. Das wäre natürlich auch noch schick, wenn der noch da ist. Da wäre. So ein alter Spiegel ist das. Man sieht das an der Versilberung. So einen ganz eigenen Glanz. Vor allem glitzern die so. Die alten Dinger. Das ist echt toll. Wenn du so rumläufst, glitzert der richtig. Tausend kleine funkelnde Sterne dran. Das ist unglaublich. Oh, so einen alten Spiegel. Ich weiß nicht, ob man das so darstellen kann. Das sieht gleich nicht. Dann sieht man auch so einen leichten Schleier, der ist von hinten so ein bisschen angelaufen, aber schön gleichmäßig. Das ist halt altes Glas, das ist die einfachere Ausführung. Den gab es ja noch als facettierten Spiegel. War dann so die etwas teurere Ausführung. Das hat dann ein paar Mark mehr gekostet damals. Nun, in der Größe konnte sich sowieso kaum jemand einen Spiegel leisten. Also das ist schon was, schon besseres Möbel. Furnierte Wunderzeitmöbel, ne? Das ist doch toll. Ich schätze mal, wenn ich den Lumen zeige, dann will ich den behalten und heiraten. Kann ich mir nicht leisten, verhalten alles. Klar kann man die essen, wieso denn nicht? Na, wer nascht denn da? Das ist mein Geburtsgeschenk. Zu deiner Geburt, ja. 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 Also mach ich's. Was soll jetzt dein Herzblatt sein? Gründerzeit? Ich nehme die 70er. Nehmen die 70er welche? Die Treppe oder was? Dich? Mich? Ah! Oh, du versteh. Hast du gesagt, Herzblatt? Das ist sehr nett von dir. Der Spiegel. Ja. Okay, die Entscheidung ist getroffen. Ich würde ja noch alles behalten, ist ja klar, wie immer. Wir bräuchten echt mehr Platz. Davon abgesehen brauchen wir sowieso mehr Platz. Ja, wie? Wir brauchen einfach mehr Platz. Das ist nämlich echt geil, das Ding. Der Spiegel auf die Kommode auf, das sieht ganz gut aus. Verkauf kriegst du das. Also hier halt das Endpreis 200, Endpreis 250 wäre Optimum weg. Da ist Endpreis ein Fuffi, aber das ist echt billig. Das finde ich fast zu billig ein Fuffi. Und die Kommode leider, weil die innere Säule fehlt, wäre auch Endpreis ein Fuffi. Mhm. Finde ich aber auch viel zu günstig. So ein Möbel kostet so viel Geld, weil heutzutage ein scheiß IKEA-Pressspan-Ding kostet 70 Euro. Mhm. Bezahlen die Leute das gerne, aber für so etwas ich nicht kennen. Ich finde das echt schade. Tja, habe ich wieder was gekauft, war von meinen Haus- und Hoflieferanten, was Medaillen angeht. Also habe ich was gekauft. Ein paar schöne Medaillen und Plaketten. Tada, tada. Gips, Bakelit und Zinn und Bronze. Alle Medien. Gut, seid klar. Wollte ich nochmal kurz zeigen. Bis dahin, ciao. Ganz geknickt jetzt. Mal hier. Der Draht fertig. Statt alles andere, ey. Das ist ja furchtbar. Okay. Mann. Tja, ich bin wirklich fett geworden. Ja, tut's vielleicht auch nicht so schlecht, einfach mal nichts zu essen. Ist ja auch Schwachsinn, wird da alles überbewertet.
wie auch immer, ich zerlege jetzt diese Weinmannbremse, diese wunderschöne Weinmannbremse. Jo, mach die sauber, fette die, stell die ein, neu ein und schraub sie wieder zusammen. Das ist mein Leben. Ah, okay, schaut mal zu, wenigstens, vielleicht habt ihr wenigstens was davon vom heutigen Vlog. Also, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal hier das Ding abgeschraubt, hier dieses Teil. Ja. Jetzt muss die Feder raus, muss noch ein bisschen aufpassen. Oh, da ist ja noch Fett drin von einst, von früher. Bleitscheibe. Mal jetzt auch mal machen und wieder zusammenbauen. Wo ist auch noch Fett drin von einst? Gleitscheibe. Feder. Jetzt fängt es ja an, ja. Das große Gewese fängt jetzt an, ja. Haben wir. So, hier sollte man neues Fett rein. Kann man das mal machen? In die Dinger. Na? Na? Jetzt ist sie eingeschlafen. Oh Mann, ey. Die ist den ganzen Tag wach. Wie kann ein Baby so lange wach sein? Eine Stunde oder so hat sie vielleicht geschlafen und dann halt in der Frage ab und zu mal. Aber bin ich ja auch nie lange unterwegs. Aber das kann ich halt nicht. Ja, das ist seine Devise, aber ich kann das halt nicht, weil. Wir gleichen uns dann ein bisschen aus. Du lässt halt ein paar Leute immer mal rein und ich bin ja immer auf Kontra. Ich mag halt auch Kontakt und ehrlich gemeinte Geschichten, ja. Mag ich halt. Ich weiß, aber dass das ja wenige ja, Menschen das ehrlich meinen, aber. Aber dieses ganze Eifersucht-Zedudel, das muss doch alles ja nicht sein. Die Bremse habe ich jetzt demontiert, montiert, was auch immer. Einmal demontiert komplett. Neu gefettet, wieder zusammengesetzt, also gesäubert, neu gefettet, zusammengesetzt. Und jetzt funktioniert sie hoffentlich sehr gut. Ja. Was auch immer. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich habe eine Bremse zerlegt und wieder zusammengebaut. Fertig.
Jetzt baue ich die da wieder an. Das ist auch nichts Großes und nichts, was man... Ist das von dir ein Fahrrad? Nee, ist es nicht. Ist halt von einer Kundin. Halt von da. Die Bremse, die ist total locker gewesen. Und naja, zeigst du neu geschmiert. Also eben wirklich schön gemacht wieder. Schön aus, oder? Mhm. Schön sauber. Hier zwischen sind zwei Fettkammern, die habe ich wieder neu befüllt. Fertig. Also, so ist das halt. Oder dass sie es gemerkt hat, deswegen. Das kann man auch nochmal machen. Ja. Sollst du das machen? Nee, das soll ich nicht machen, aber das mache ich komisch. Jetzt sieht man, das gleiche kann man hinten natürlich auch. Ah, ist aber nicht so eine schöne Bremse. Vorne ist echt schnick. Ein Damensportrad. So, gute Nacht, es ist nach 9. Was macht ihr? Ihr seid noch hier. Wir sehen uns morgen auf diesem Kanal. Also macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Ja? Und Daumen hoch. Nix Daumen runter. Daumen hoch.